Aber Papa kommt so mit der 500 Gramm Tüte zu mir an, ne? Mit diesen riesen. Ja, dann kam er an. Sprich mal. Was kommt in die zweite Schicht? Das kommt zu der zweiten Schicht? Eigentlich der Schablettenkäse. Porque tengo lo mi chene, 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 chene. Porque tengo lo mi chene, 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 chene. Porque tengo lo mi chene. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Und guckt mal, wer da wieder läuft. Maris, wie geht es dir? Gut. Hast du noch einen heißen Kopf? Nee? Aber wenn ich jetzt Fieber bekomme, dann hab ich noch was. Wenn du was? Wenn ich Fieber bekomme. Okay. So, wenn ich sowas. Sowas. Ach so. Marlene, ich hab gehört, du hast Essen gemacht? Ja. Aha. Aha. Und für mich ist auch noch was da? Hä, du wolltest kein Ei. Oha. Ey, ich hab dich extra. Oha, ja, komm. Marlene. Aber Mara hat was abbekommen. Und Maras habe ich auch schon was gemacht. Was hast du gegessen? Er hat aber nicht gegessen, weil er seine scheiß Tabletten nicht bekommen hat. Hör auf, immer scheiß zu sagen. Immer seine scheiß Tabletten. Nee, ich wollte wirklich kein Ei. Also ich hätte schon Ei gegessen, aber. Warum liegt denn da Stapelsteine, da einer, da hinten einer? Und was ist hier? Warum ist du? Achso, du wolltest jetzt erst eine Vitamintablette oder was? Okay. Was ist auf der Hände? Finger auf. Okay. Zwei. Und tschüss. Weil sie jetzt fragt, was das ist Vitamin D3K2 in Kinderform. Und ich glaube, seitdem ist Maris seine Haut auch relativ gut geworden. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox, wenn ich sie noch finde, weil die sind schon ein paar Tage alt. Muss ich mal gucken. So, guck mal, hier sind noch ein paar Eiknökels drin. Okay, das will ich eh nicht, weil sie hat das eigentlich richtig verrührt. Das ist ja ekelhaft. Schön. Isst du schnell dein Brötchen, bitte? Ja. Warte, muss noch meinen zweiten Tablett essen. Du Spinnerike, ey. Spinnerike, ey. Ich esse jetzt einfach nur ein Brötchen. Ich muss euch mal was erzählen, Leute. Ja. Gleich mal bitte auf die Stapelsteine, bitte. Stapelsteine. Oder wie es heißt. Wir essen heute Nachos. Oh mein Gott. Erzählst du mir das jetzt bis heute Abend? Ja. Oh. Willst du nicht? Jetzt habe ich noch mal eine Packung Käse geholt. Alter, wer soll denn das alles essen? Ich will das alles essen. Na, und geht mal einfach das Käse raus. Setz dich mal hin. Möchtest du so eine Scheibe Salami drauf haben? Nee. Nee? Einfach nur so trockenes Brot? Wo ist denn? Ach, da ist es. Wir essen jetzt quasi alle einmal ein Brötchen. Kalte Küche. Was ist eigentlich mit dem Schnittlauch hier los? Ich will das hier mit dazu haben. Das hier. So. Und morgen früh koche ich Kartoffelsuppe. Richtig gut. Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Gleich 14 Uhr schon. Mama, kommst du mal? Hm? Was ist das hier? Was denn? Das hier. Nee, das kann man nicht jetzt da drauf machen. Das ist ja... Nee. Essen. Salami hätte ich dir jetzt noch draufgelegt oder so, aber... Das wäre gut, ja. Weil dann könnt ihr heute dann bei Nachos Fernsehen gucken. Na, ja. Ja. Ich denke, du isst deine eh früher als wir unsere. Hä, nein, wir machen doch alle auf das Tablett. Nein, wir machen das auf Tellern, nicht auf Tabletts. So, ja, Maris, ich habe ihn natürlich nicht in die Kita gehen lassen heute.
Wann mir das noch zu heikel war? Darf ich dann vielleicht, Käse mit Salz? Eins oder willst du gleich beide haben? Ja. Beide Brötchen mit Käse? Ja. Ich bin weiß. Hat sie die Tür zu oder was ist hier drin? Was ist? Kannst du immer bitte Minecraft anmachen? Auf dem Fernseher. Tussi. Was ist das Wort? Tussi. Was Tussi? So heiße ich nicht. Gleich im Geschirrspüler. Keiner geht. Tür klingelt. Tür klingelt, juckt keinen mehr. Aber Papa kommt so mit der 500 Gramm Tüte zu mir an, ne? Mit diesen riesen. Ja, dann kann man an. Nicht mal. Was kommt in die zweite Schicht? Das kommt zu der zweiten Schicht? Eigentlich der Schablettenkäse Allgäuer. Ah, nee, den mag ich aber nicht. Nee, den mag ich auch nicht. Lass mal weg. Doch, der macht ein bisschen wenigstens. Mach eigentlich mal. Den Schablettenkäse Allgäuer. Und was kommt, wenn ich das nicht machen möchte? Dann Edamer. Achso. Ja, dann Edamer. Dann irgendwann mal zwei, drei. Ich dachte, da wäre eine Spinne. Was hier gleich kommt. Was denn? Ich guck auch mit. Yesterday. Das habe ich jetzt schon geguckt. Ich habe Yesterday schon geguckt. Was guck mal? Yesterday. Du guckst die guckst du nicht mit, Digga. Ich hab doch schon. Doch, guck ich. Guck ich. Erinnert mich an die Oma. An die Oma. Ja. Ah, welche Oma? Der was guck. Denn? Der guck. Mama, weißt du, was Kopf bedeutet? Ja, google das mal. Nein, google das nicht. Dann sieht Mama sieht dein Vogel verloren. Ja. Und dann schreibt ihr so, Marlene, wie wird Kopf geschrieben? Sie schreibt mir mit TV. Kopf. Dann Trevor! Das ist zu wenig. Er hat noch kein Glas, glaube ich. Danke. Warum darf man das nicht ausfinden? Das hab ich ihm eingebaut. Ja, natürlich. Wasser gemischt. Was ist denn das? Nein. Apfelsaft. Ach so, ja. Nein, Mama, nein. Mama? Dann kipp das doch einfach aus und nimm das Glas, Marlene. Ey, Maris hat heute den ganzen Tag von dem Ajoli gesprochen. Ajoli. Ajoli. Seht ihr, das ist die Erde der Zukunft. Ein Stück Käse. Nee, ein Stück Mozzarella. Das ist die Zukunft für deine Mutter. Ja. Ich bin die Zukunft von das meiner Mutter. Das ist nämlich ihr Haus, in klein. Dann mach einfach an. Kann ich eine Wunschliste schreiben? Wieso? Wenn du meine Zukunft bist. Deine bin ich doch. Dann musst du ja auch meine Wünsche. Ich bin deine Mutter eigentlich. In der Zukunft. Weil wenn man stirbt, wird man als Wurm wiedergeboren. Und dann... Das ist wirklich so. Daran glauben wir nicht. Also nicht als Wurm, sondern als Tier. Und was, wenn man als Tier dann stirbt, also was ist man dann wieder? Naja, es kommt immer, guck mal, du hast jetzt ein Menschenleben und es kommt darauf an, wie du dich benimmst. Wenn du zum Beispiel klaust und so, dann wirst du nur so ein Käfer. Aber wenn du zum Beispiel jetzt so richtig lieb bist und so alten Omis über die Straße hilfst oder so, oder halt immer treu bist, dann wirst du halt schon so ein Elefant. Wenn du nicht treu ist? Ja, dann ein Käfer. Dann wird das halt so, dann ist die Lebensrate halt auch viel kleiner, weil man kann dich halt einfach treten, so, weißt du, und dann bist du tot. Aber einen Elefanten kann man ja nicht mal so kurz so treten und dann ist er schon tot. Nein, das ist wirklich so. Ich hatte das mit Religion. Du merkst es selbst. Nein, das gibt's wirklich. Google das mal. Wiedergeburt als Tier. Google das mal. Ihr lacht gerade Kultur aus. Google Verlaufen, Mama. Google Verlaufen, Mama. Nicht Kultur, sondern Glauben. Wirklich. Was bin ich eigentlich? Christ, ne? Das hat mich letztens jemand auch in einem Kommentar gefragt. Welche Religion bist du? Du bist ein Buddha. Hä, wenn ihr überhaupt irgendwas seid, dann seid ihr evangelisch. Wie heißt das? Türkisch heißt das. Evangelisch. Evangelisch. Ich bin gar nichts, Alter. Ich glaube an meine Mutter. Das ist Mutterisch. Ich bin. Ja. Mutterisch. Mutterisch.
Also mal auf so ganz ehrlich, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich bin nicht getauft, ich bin gar nichts. Du warst bei der Kirche angemeldet? Ja, das ist normal so. Also Hans. Ich muss mal gucken, was du bei der Kirche angemeldet bist, weil dann müssten wir das rausmachen. Ja, sonst zahle ich ja unnötig Kirchensteuer. Genau. Oder weißt du das, Papa? Aber ich bin deine Zukunft, deswegen weiß ich das. Reicht das so? Mutter. Ja, klar. Hör mal auf jetzt mal. Ihr esst das so ähnlich, weißt du? Ich hatte das jetzt hingelegt, kannst du auch benutzen, ne? Nee. Dann ess es. Nee. Was willst du Käse? Mozzarella? Ist Frank schon reinstellen? Kannst du die bitte auch hier mit reinstellen? Danke. Darf ich die Teller schon reinstellen? Kannst du mir mal bitte anziehen? Nee, das ist ja schwachsinnig. Ja, was soll ich sagen, heute ist halt auch überhaupt gar nichts passiert. Irgendwie, wir haben auch nichts gemacht oder so. Demnach war hier natürlich Ruhe im Karton. Betten sind gemacht, es tut mir unglaublich leid für euch. Ich überlege gerade, ob ich einfach morgen Vormittag noch für euch ein bisschen drehe. Komm, ich mach das mal. Ich will das Video eigentlich nicht so beenden. Kuschelkatze. Okay, dann drehe ich gleich noch weiter für euch. Ach Mann, ich drücke mal auf Play und dann ist es wieder weg. Guten Morgen. Ich musste mir erstmal irgendwas anziehen, was ich nun erfolgreich getan habe. Ich habe heute auch schon Augenpatches drauf gehabt, also hier so, wie nennt man das? Hier drauf und hier drauf. Und jetzt kurz warten. Wie nennt man denn das? Ich darf hier warten. Augen? Eine Augenmaske? Mara, wie nennt man die Teile, die man sich hier auf die Augen mal aufmacht? Augenpads. Einfach nur Augenpads? Ja. Das war ja leicht. Ich habe mir jetzt was angezogen. Wir haben es im Übrigen 8.44 Uhr. Ja, genau. Hallo Mauzi, guten Morgen. Was ist denn da oben? Ah, was ist da oben Feines? Kreative Welt ohne Leben. Kreative Welt ohne Leben. Das Fenster, ne? Kreative Welt ohne Leben, ohne Fliegen. Tschüss. Ich glaube, ich werde als allererstes mal den Katzen was zu essen machen. Ich sehe auch gerade, dass hier keine Dose weiter ist. Wir essen heute Spinat und Kartoffeln. Nein, wir essen heute was anderes, richtig cooles. Was essen wir? Ich mache heute Kartoffelsuppe. Kaka! Ja. Genau, Kaka. Kartoffelsuppe ist mein Ziel. Und dafür brauchen wir natürlich Kartoffeln, Porree, Stangensellerie oder wie man das nennt. Zwiebel. Brühwürfel. Ich habe es immer noch nicht geschafft, dieses Thermomix-Brühpastenzeugs mal zu machen, ne? Entschuldigung. Ihm geht es extrem gut wieder. Er geht natürlich auch Montag wieder in die Kita, weil ich konnte Freitag hier nichts groß machen. Genau, also Kartoffeln schälen. Gemüse schälen, Möhren schälen, Sellerie schneiden, Porree schneiden, alles schneiden, kochen. Der Thermomix muss mir den Cheddar zerhacken, weil es gab keinen Streu-Cheddar. Und eigentlich wollte ich mir auch meine Nägel unbedingt machen. Ich habe aber einen Nageltermin. Ich glaube gar nicht, die zweite Januar, Februar, März, Aprilwoche, die ist so vollgepackt, da ist quasi eine Rundumerneuerung. Ich habe einen Nageltermin, ich habe einen Friseurtermin, ich habe einen Tattoo-Termin. Nageltermin, Friseurtermin. Irgendeinen Termin habe ich noch. Ich bin im Übrigen Zyklustag. Ich habe aufgehört mitzuzählen. Ich guck mal kurz. Zyklustag 91. Zyklustag 91.
Das ist echt lang. Ich habe auf jeden Fall am Dienstag meinen Frauenarzttermin, wo ich das anspreche, weswegen ich da überhaupt nur hingehe und hoffe, dass er irgendwie mal meine Hormone einmal checkt. Da drin sieht alles gut aus, ultraschalltechnisch und so. Da war nichts Auffälliges, außer so ein paar Hormonzysten, die aber völlig normal sind und völlig okay sind, meinte er. Ich habe keine Ahnung. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich... ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gemacht. Egal, ich labere euch zu viel voll. Ich habe jetzt hier in der Pfanne Biomüll, der eigentlich rausgebracht werden muss. Eigentlich könnte ich das schnell machen, aber muss ich mal gleich gucken. Ich werde jetzt hier... Ich bin eine coole Mama. Das freut mich doch. Ich werde jetzt hier meinen großen Topf rausholen. Die ganzen Sachen schälen. Zeige ich euch das heute noch oder nee, oder? Und wer liebt dich? Das ist mein Huchmauzi. Mein größter Topf, den ich habe. Ich werde jetzt erstmal den Katzen was zu essen machen. Und zwar haben wir hier nämlich unser Katzenfutter stehen. Sag mal, Mauzi hat doch hier irgendwo hingebrochen. Hier! Wo? Hat sie hier hingebrochen? Ich hab das doch gehört heute Nacht. Dass sie irgendwo hingebrochen hat, aber ich habe es jetzt noch nicht gefunden. Stimmt, das fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Mauzi, wo hast du hingereiert? Komisch. Genau, also sie kriegen quasi eine ganze Dose am Tag verteilt, also sprich morgens und abends. Jeweils eine halbe. Oftmals schaffen sie das auch gar nicht. Ich zeige euch einfach mal ganz kurz, wie ich das mache. Was ist los? So, ich muss die mal kurz ein bisschen sauber machen. Nicht. Wie sie beide schon da sitzen, weil sie ganz genau wissen, was hier los ist, die beiden auch schnell das. Genau, ich habe gerade gesehen, dass mein Akku leer geht. Also ich mache jetzt quasi hier die Dose auf. Das ist eine große Dose von 400 Gramm. Und dann kriegt jeder die Hälfte von der Hälfte quasi. Also jeder ein Viertel. Da mache ich jetzt gleich einen Deckel drauf, so einen Dosendeckel, richtig. Noch ein bisschen Trockenfutter zu. Auf die andere Seite kommt dann das Wasser. Und das war es dann. So. Das ist gefiltertes Wasser. Mauzi lässt immer Charlie den Vortritt, weil Charlie hier die eingestandene Katze ist. Komm, Mauzi. Mauzi, komm. Komm, Hase. Ich möchte nicht, wenn ich nicht möchte. Mauzi. Komm mal hier rein. Keine Ahnung, was mit ihr ist. Wird sich schon was holen, wenn sie Bock hat. So, da war der Akku alle. Akku gewechselt. Ich lasse jetzt die Kamera hier oben, beziehungsweise die Speicherkarte. Und werde jetzt das Essen vorbereiten. Aber das seht ihr dann morgen im Vlog. Genau, und deswegen sage ich jetzt, das war's ja von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Tschüss und gute Nacht.